Jetzt haben Sie so ein schönes Plakat, nur ganz kurz. Ja? Warum sind Sie heute hier mit dabei? Weil wir für unsere Kinder kämpfen, für unsere Enkelkinder und die Generationen. Was ist denn Ihre konkrete Angst rund um die Impfung? Worüber machen Sie sich denn Sorgen? Also ich mache die Impfung bestimmt nicht, weil es ist eine Genozidveränderung und sowas braucht man nicht im Leben, weil das gesunde Mensch schon gar nicht. Aber jetzt haben ja schon viele Millionen Menschen die Impfung bekommen. Man hat gesehen, es gibt Nebenwirkungen, aber relativ gering. Kann man da nicht ein bisschen der Wissenschaft auch vertrauen? Ja, ich vertraue denen gar nicht mehr. Ich vertraue auf mein Immunsystem und meine Gesundheit und das bleibt da so. Und da können sie die Pflicht einführen, wie sie wollen, das geben wir sonst wo vorbei. Noch eine Frage, was hat es denn mit dem Plakat auf sich, das Sie gemacht haben? Ja, das Plakat, das gehört eigentlich von meiner Freundin, dem Papa, beziehungsweise meiner Freundin, weil der hat das Zeichen. Aber wir wollen damit einfach auch ein Zeichen setzen, dass sie sicher nicht alle impfen lassen wollen. Danke fürs Interview. Danke.